Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Diablo 2 Resurrection. Im letzten Part haben wir uns hier Richtung Gipfel aufgemacht. Tag. Haben allerdings mal wieder Gegner getroffen, die nicht so nett sind. Jetzt muss ich noch mal kurz hoffen, dass ich hier irgendwo eine Armee zusammenstellen kann. Ja, noch ein Gegner. Ah, hier sind noch ein paar Gegner. Mache ich auch selbst ein bisschen Schaden. Und dann machen wir noch einen Metallgolem. Und wir haben ja. Da ist sicher reicht, das heißt, wir können jetzt Reanimation an Gegnern verwenden. Nur werden die Gegner hier jetzt nicht so stark sein. Von dem her gehen wir nochmal hier oder der Uhr an und hoffen, dass hier noch ein paar Leichen rumliegen. Weil ich die nicht alle verbraucht habe. Etwas Glück. Irgendwo eine Leiche und einen Gegner. Nee, ich glaube, die habe ich alle verbraucht. Na gut, dann müssen wir uns eh nochmal dem Elite stellen. Habe ich die mir eigentlich mitgenommen? Egal. Das ist jetzt egal. Dann stellen wir uns nochmal dem Elite-Gegner hier unten. Der uns ja nicht so nett. Beziehungsweise er ist nicht so nett so rum. Aber wir kriegen ihn schon irgendwie down. Was mit meiner vollen Armee, wenn alle draufschlagen? Naja, aus Versehen herbeigerufen. Mit einer ganzen Armee von denen. Schätze, 10 habe ich noch. Das ist auch was, was ich noch nicht ganz verstanden habe beim 10. Den Gegner. Jetzt kann ich nicht zu einem Golem machen. Interessant. Halt nicht. Ah, ja, es ist noch mehr von denen. Kann ich zum Golem machen. Ich brauche Mana. Natürlich brauchen wir Mana. Was denn sonst? Ich möchte hier den Ausgang finden. Etwas Glück. Ich
Ja. Nachdem wir ja hier den Wegpunkt relativ schnell gefunden haben, habe ich zwar immer noch, dass ich in die falsche Richtung laufe, aber egal. Das ist ja sowieso ausprobieren. Ich habe schon wieder einen nicht genug Mann. Golem. Aber zum Glück können wir auch die übernehmen. Zählen ja auch fast als Golem. Ist fast. Ich brauche Mana. Ja, ich sehe schon, ich habe keine Mana. Also ich brauche wieder ein paar Mana-Tränke hier. Bin schon gespannt, wie schwierig der Kampf gegen Baal wird. Nachdem wir gegen Diablo ein paar Probleme hatten. Ja, aber zuvor müssen wir halt, wie gesagt, erstmal den Ausgang finden. Wir sehen schon, die Höhle ist wieder riesig. So riesig, dass mein wiederbelebter Gegner irgendwo hinläuft. Und es das ein oder andere Mal einen Stich lässt. Da war er wieder da. Kann sich auch nicht entscheiden, ob er jetzt mitkämpfen möchte oder nicht. Ja gut, aber ich wollte mal einen neuen. Okay. Da ist ein Golem im Lauf. Komm mal in die Gegner rein. Das ist eigentlich auch dann auch geil.
brauche ich noch ein paar Krieg. Ja. Zum Kreis. Was denn sonst? Sollte ich auch mal nicht im Kreis laufen? Ja, zur Abwechslung mal schlau. Laufen wir nochmal hier oben rum. Das ja vom Eingang aus auch nochmal woanders hinging. Und wir wahrscheinlich dort dann den Weg raus aus der Höhle haben. Bei meinem Glück. Na gut. Weil es dem so ist, kann man es ja auch nicht wissen. Wie gesagt, die Level sind ja random aufgebaut. Ich habe schon keine Ausdauer. Nervt mich ein bisschen. Ja, natürlich. Wie gesagt, bei meinem Glück haben wir genau hier den Ausgang. War so typisch. Na gut. Ärgern wir uns nicht mit den Gegnern, sondern gehen zum Gipfel. Die Ruhestätte der Urahnen. Für den Altar des Himmels und spreche mit den Urahnen. Ja, wir sollen mit denen sprechen. Ah, mein Gegner ist umgefallen. Toll. Okay. Dann aktivieren wir mal. Wir sind die Geister der Nephalem, der Urahnen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Ayaz zu bewachen, in dem der Weltstein ruht. Nur wenige sind würdig, seine Gegenwart zu schauen. Und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Bevor ihr hier eintretet, müsst ihr uns versiegen. Natürlich. Was denn auch sonst? Mal auch fast klar. Willst du denn voll Stimmen zählen? Beziehungsweise, dass das die Schaden nehmen. Ist fast nicht nervig oder so. Ah.
Okay. Okay, ich muss die Bekämpfung ohne Stadtportal zu lösen. Gut zu wissen. Das könnte schwierig werden. Was ist? Okay. Wie machen wir das am besten? Ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich am besten mache. Ich hier wieder ein paar Probleme zu bekommen. Das ist nicht so schwierig. Das Problem ist, wie schaffe ich das, die hier lang genug überleben, genug Schaden zu machen. Ich meine, dass ich dem Golem jederzeit wiederholen kann, das ist klar. Aber was mache ich mit dem Rest? Ich kann mir theoretisch noch einen Gegner holen, vielleicht. Ich hier noch mal einen Gegner erledige oder einfach wiederbelebe. Ich meine, hier müssten noch irgendwelche rumliegen, hoffentlich. Wenn nicht, wäre es jetzt schlecht. Ich möchte mir eigentlich einen Eisengolem holen, wenn ich schon mal hier bin. Als wenn ich hier jetzt noch irgendwo was aus Metall hätte, nachdem der Brustpanzer da oben scheinbar nicht aus Metall ist. Ist auch nicht so schlecht. Ja, jetzt habe ich wieder Magier eingebüßt. Egal, wir schaffen das schon irgendwie. Ah, ich bin wieder hier. Ich kenne euren Text. Zuerst mal auf einen konzentrieren. Das ist, glaube ich, die beste Strategie. Das ist erledigt. Ja, wieder auf einen konzentrieren. Zweitens müsste es auch gleich erledigt sein. Ab jetzt wird's so. Okay, hat doch einfacher geklappt, als er gedacht. Ihr seid ein Grundgold. Ihr verbessern eure Fertigkeit und gewähren euch Zutritt zum Inneren des Verlustes Abelard, wo der Wildstein ruft. Vorsicht! Ihr werdet nicht allein sein! Baal, der Herr der Zerstörung, hält sich bereits dort auf. Der erste Führer, Ilma, steht unter Wohltäter
Doch nicht einmal er kann uns jetzt helfen. Denn beide vergessen bei spiritueller Präsenz den Zugriff zur Kammer des Wildsteins. Nur ihr, Sterblicher, habt nun die Macht, Baal zu fliehen. Baal bedroht den Weltstein und damit das Reich der Sterblichen selbst. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er die volle Kontrolle über den Heiligen Stein an sich reißt. Kontrolliert Baal den Stein erst einmal, könnt ihr die Grenzen zwischen dieser Welt und der brennenden Hölle zerschmettern und den Orden der großen Übel so ermöglichen, sich wie eine unaufhaltsame Flut in das Reich der Sterblichen zu ergießen. Falls ihr euch als schwach erweist, könnt dies das Ende der Welt bedeuten, die ihr kennt. Ihr dürft nicht scheitern. Habe ich nicht feuert. Na gut. Und wir haben noch mal ein paar Fertigkeitspunkte erhalten. Jetzt hier noch mal auf Mana. Und hier auf... Weiß nicht, Feuergolem wäre halt, glaube ich, nicht so schlecht, da die Gegner halt sehr viele Feuerangriffe benutzen. Obwohl bei Baal weiß ich es gerade gar nicht, ob der auch Feuer benutzt. Aber falls ja, wäre es eigentlich auch wiederum nicht schlecht. Ich könnte auch auf Reanimator ein zweites Mal gehen und für ein zweites Monster. Schlussendlich habe ich hier irgendwas, was ich sowieso viel zu viel geskillt habe. Eine Kadaverexplosion könnte ich... Wenn man kann einmal, kann man die Skillung noch verändern. So will ich es gerade weiß, auswendig. Und ich weiß halt gerade nicht, ob ich nicht die Kadaverexplosion auf 1 skillen soll. Aber die brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur die zwei und... Vielleicht ein Feuergolem. Die Animation ein zweites Mal wäre nicht schlecht. Ist ja auch quasi ein zweiter Golem. Nur mit dem Aspekt, dass die Gegner nicht so schwach sind. Ah, na gut. So, wir können jetzt hier in den Berg rein. Damit holen die Wächter. Na gut. Allerdings, bevor ich jetzt hier in den Berg reingehe, glaube ich, werde ich die Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das halt, könnt ihr gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Diablo 2 Resurrection wieder.